Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Unser Ziel ist es, die Altersvorsorge und die Aktienkultur in Deutschland aktiv zu fördern. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von mir, Gerrit, und ich freue mich sehr, den Martin von dem Instagram-Finanzkanal Mit Verstand zum Kapital in unserem ersten Interview auf diesem Podcast-Kanal begrüßen zu dürfen. Seid gespannt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Moin, moin, Martin. Ich begrüße dich recht herzlich auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Und ja, das ist ja das erste Interview, was ich hier auf unserem Podcast-Kanal führen darf. Somit bist du auch der erste Interviewgast hier. Und ich freue mich, ja, dass du die Zeit dir genommen hast, mit mir über ein bisschen Finanzen, Aktien, deine Persönlichkeit zu sprechen, deinen Finanzaccount auf Instagram. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Martin, wie war dein Tag? Was hast du heute so erlebt? Und am besten stellst du dich einfach mal kurz selber vor, würde ich sagen. Ja, moin, moin. Erstmal Hi. toll hier zu sein. Es ist ja schön, dass der hohe Norden, Nordosten hier so zusammenhält. Mein Name ist Martin. Ich führe den Finanzblog und Instagram-Account Mit Verstand zum Kapital. Ich bin 37 Jahre, seit 2008 an der Börse. Den Blog gibt es seit 2019. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und komme aus dem hohen Norden von Deutschland. Wo da genau, wenn ich fragen Aus darf? Rostock-Warnemünde, also auch Ah, schön am okay. Wasser. Ja, da war ich erst vor kurzem. Also so ein Tagesaustrip. Ich wohne ja in Lübeck. Vielleicht nochmal für die Zuhörer wichtig zu wissen. Und von daher, wir Norddeutschen müssen es natürlich auch immer mit Moin Moin begrüßen. Ist halt mega wichtig, egal zu welcher Tageszeit. Ich denke mal, da gehst du mit, Jo. oder? Und ja, letztens war ich mal vor kurzem Warnemünde. Ist echt ein schöner, sage ich mal, Stadtteil ja von Rostock. Kann ich auch nur den einen oder anderen Zuhörer ans Herz legen, da mal vorbeizufahren oder da mal einen Tagesausflug hinzumachen. Und da wohnst du ja auch heute noch, oder? Genau, ja. Okay, alles klar. Und du hast jetzt gesagt, du bist seit 2008 schon an der Börse aktiv. Wie kommt das? Ich war schon immer sehr, sehr zahlenaffin. Also ich habe als Kind, der eine oder andere kennt das vielleicht, der so in meinem Alter ist, mit Überraschungseifiguren gehandelt. Es gab hier in Rostock wirklich Überraschungseibörsen. Ich habe auf Flohmärkten Überraschungseifiguren gekauft, habe sie dann wirklich an der Börse, also innerhalb der Überraschungseibörse wieder verkauft an unseren eigenen Stand, den ich mit zwei Freunden hatte. Okay. Und habe mir damals als Jugendlicher somit meinen Lifestyle eigentlich recht gut finanzieren können, Ja. weil sie schon sehr, sehr früh angefangen. Ja, dann habe ich aber einen ganz normalen Werdegang als Handwerker gemacht, habe eine Ausbildung, habe einen Meister, dann hat mich eine Krankheit so ein bisschen auf den Boden zurückgerissen. Wie alt warst du da? Oh Gott, jetzt muss ich kurz rechnen. 25, 23. Als es mit der Krankheit Ja, war. genau. Ah, okay. Da hat was mit der Lunge zu tun gehabt. Dann war ich 2 Jahre so komplett wirklich aus dem Leben gerissen, musste auch quasi alles abbrechen. Ja, und in der Zeit habe ich mich stark weitergebildet, habe viel mathematische Bücher gelesen und bin dann so zum Pokern gekommen. Habe davon quasi leben können. Vom Pokern? Ja, habe also Ach schon was. recht hohes Niveau gespielt. Und woher bist du denn gegangen? Bei euch im örtlichen Casino oder hast du das irgendwie online gemacht oder? Sowohl als auch, genau. Ne? Aber auch Okay, was? gereist woanders hin und ja. Krass, nicht schlecht, okay. Naja, und dann war es so, aber 2008 wurde ich dann gesund geschrieben. Komplett. Das war für mich so ein Ding, boah, das war total geil, ich war total euphorisch und ich wollte unbedingt arbeiten gehen. Und ich bin dann wirklich zu so einer Jobmesse hin. Der erste Stand, ich erinnere mich heute noch, bin ich rein, war eine Elektrobude. Und ich sag, frag den Typen bloß, hast du Arbeit? Er sagt, jo. Er sagt, wann kannst du anfangen? Ich sag, Montag. Ich glaube, es war ein Samstag. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. Und Montag stand ich dann quasi auf der Werft, wo ich hier heute noch arbeite. Und ja, genau. Und dann hat sich mein Mindset dabei ganz, ganz stark geändert. Also für mich waren das am Tisch nicht mehr nur Chips, sondern da steckte auf einmal ein Wert hinter. Ein Monatsgehalt, einen Job, Lohn. Also ich habe immer gerechnet auf einmal im Kopf, Mensch, dafür musst du so und so lange arbeiten. Und dann war mein Mindset auf einmal so schlecht, dass ich gesagt habe, ich höre auf. Ja. Und dann bin ich an die Börse. Krass, okay. Mit dem Geld quasi. Ja. Aber spielst du denn heute ab und zu nochmal, gehst du heute ab und zu nochmal pokern oder hast du es jetzt komplett gar nicht mehr im Fokus? Nee, wirklich 2008 das letzte Mal. Das letzte Mal? Gar nicht mehr auch im Freundeskreis oder so? Boah, jetzt müsste ich lügen, ob man da vielleicht ein, zwei Mal so kleine Kumpelrunden, das mag sein, aber nicht mehr im Casino. Ja. Okay. Und du hattest ja gesagt, dass du eine handwerkliche Ausbildung gemacht hast und im Anschluss dann Meister. Ich sag mal so, ich habe eine ähnliche Ausbildung genossen, eher auf der Industrieebene. Also ich habe den Industriemeister gemacht mit diversen Fortbildungen im Anschluss dann ja noch. Und was genau hast du da gelernt, dass du jetzt quasi dann nachher in der Werft angefangen bist? Also waren das schon die guten Voraussetzungen oder waren das ganz andere Voraussetzungen, die du mitgebracht hast? Nee, das war schon der eigene Wille und der eigene Kampf, der mich dann dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also ich habe eine ganz normale Elektroausbildung gemacht, allerdings zwei Stück. Einmal in Schwachstrom, einmal also in Richtung Telekommunikation und einmal ganz normale Anlagenelektronik in Krems. Ja. Habe bei Bosch zum Beispiel gelernt. Und genau, und habe da dann meinen Meister im Handwerk gemacht. Bin dann quasi 2008 auf die Werft über eine Subfirma, also nicht direkt bei der Werft angestellt und habe dort angefangen, Schiffe zu bauen. Ich bin mittlerweile nicht mehr bei der gleichen Firma, wo ich 2008 war, aber immer noch auf der gleichen Werft und mittlerweile halt aus dem handwerklichen Bereich in das Finanzcontrolling gewechselt. Das heißt, wenn wir die Schiffe bauen, ich bin halt dafür da, das Geld zu kontrollen, das heißt zu gucken, kommen wir mit dem Geld hin. Ich leite quasi ein kleines Team. Wir kaufen Material auf der ganzen Welt zusammen für diese Schiffe, für AIDA, für sonst wen. Ne? Und genau. Das ist quasi jetzt mein Job. Also ich bin jetzt quasi auch mehr im finanziellen Bereich tätig. Das hat sich aber jetzt über deinen Erfahrungen oder Erfahrungsschatz, den du gesammelt hast in dieser ganzen Zeit, hat sich das darüber denn so entwickelt? Oder hast du noch irgendwie Zusatzausbildung gemacht oder parallel noch irgendwie eine Fortbildung? Nee. Wie bist du zu dieser Stelle gekommen? Ja, genau. Nee, das hat sich wirklich entwickelt. Ne? Einmal, weil ich eben privat eben auch an der Börse war, da sehr, sehr viel auch Energie reingesteckt habe, so wie ich es heute auch noch mache. Und das ist natürlich nicht unentdeckt geblieben, weil ich dann hier und da immer mal so Tipps gegeben habe. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ich habe mir die einige Bereiche einfach so angenommen. Ja, und quasi eigentlich durch Eigeninitiative und kämpferischen Willen quasi immer so ein Treppchen nach oben gestoßen und ja, genau. Ja, geil. Ja, das hört sich richtig gut an. Und das ist jetzt, seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt im Controlling für das Unternehmen? Seit 2011. Ah, okay. Dann hast du ja doch eine recht steile Karriere gemacht da, ne? Ja. Sagen wir mal so, ich kam vielleicht auch zur richtigen Zeit, ne, weil dann im Moment der Schiffbau, das ist ja nicht mehr so wie heute, denn damals war das ja wirklich alles gut, kam ja wirklich zur richtigen Zeit da so rein und genau, das hat wahrscheinlich natürlich auch noch ein bisschen geholfen, ne, weil das Unternehmen gerade in diesem Moment auch stark gewachsen ist und quasi in diesem Chaos ich dann auch einfach mir Sachen einfach genommen habe und an mich gerissen habe und ja, kämpferischer Geist halt einfach, ne. Ja, ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Also hat dich quasi dieses Poker-Mindset schon in die richtige Richtung gebracht, dass du dann darüber an die Börse gekommen bist und mit diesem Fokus oft an der Börse konntest du dich dann natürlich auch deinen beruflichen Werdegang weiterentwickeln. Und das wurde natürlich dann auch irgendwo anerkannt. Ja, ich denke schon, dass das Mindset einen starken Einfluss darauf hat, weil auch heute noch, wenn ich quasi meine Aktie verkaufe und sie steigt danach, es kratzt mich nicht wirklich, weil beim Pokern ist es ja das Gleiche. In dem Moment, wo du dich entscheidest,
dein Geld in die Mitte zu legen. Diese Entscheidung kannst du ja nur in diesem Moment werten. Die Karten, die Chancen, die du hast, die wertest du und entscheidest dementsprechend. Alles, was danach passiert, ist doch total irrelevant. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. Und das ist halt bei der, in der Börse halt ähnlich, ne? Dass man nicht ergebnisorientiert denkt, sondern eben diesen Zeitpunkt wertet. Und wenn danach die Aktie steigt, dann kann man sich 10-mal die Haare auf den Kopf reißen. Das ist eigentlich total scheißegal. Und genau, und auch jobtechnisch, doch, ich glaube schon, da das hat einiges gebracht. Ja, finde ich schon richtig gut, ja, geil. Bevor wir gleich so ein bisschen mal zu den Finanzen kommen, hätte ich jetzt nochmal eine Frage, und zwar, wie wirkt sich jetzt Corona auf deine Arbeit aus oder auf dein auch irgendwie Familienleben? Wie passt du euch da an mit Familie, Freunde? Und ja, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drüber berichten, halt, weil du ja auch gerade in dem, ja, wie soll ich das sagen, in der Schifffahrt natürlich dann irgendwie tätig bist, als in dem Fall ja als Controller, aber wie ist da die Auftragslage? Und wie bereits gefragt, wie führt sich das auf dein Privatleben auch aus oder allgemein auf deinen Beruf? Oh ja, das hat schon enorme Einwirkungen, ne? Also es fing ja quasi im März an. Dadurch, dass ich ja diese Lungenvorerkrankung habe, hat mein Chef eigentlich schon ganz, ganz früh zu mir gesagt, du gehst jetzt sofort nach Hause. Dann hat man mir halt zu Hause das Homeoffice eingerichtet, weil ich halt auch zu den Risikopatienten eben zähle. Ja. Also da hat meine Firma wirklich sehr gut und sehr schnell geschaltet. Dann ging es ja kurze Zeit später schon los, dass die Kinder zu Hause bleiben mussten. Und dann ging natürlich für mich das Spagat los. Meine Frau arbeitet im Gesundheitswesen. Sagen wir mal, die wurde verheizt. Und ja, ich wurde halt zu Hause verheizt, ne? Sagen wir es mal so. Ja. okay. Das hat schon starke Einwirkungen gehabt. So, und ich sag mal, es hat sich ja dann nachher wieder so nach den Sommerferien nachher so langsam relativiert. Und jetzt ist es halt wieder, dass ich seit diesem Montag, also der 19., zu Hause sitze, ja, wieder im Homeoffice. Die Kinder gehen Gott sei Dank noch zur Schule. Ja, das ist für mich persönlich, ich bin lieber jemand, der auch zu den Projekten vor Ort fährt, der das Material anfasst, der sich anguckt, was haben wir da bestellt, ist das gut, kann ich das woanders besser kriegen, weil ich eben diesen technischen Background habe. Ich bin nicht so ein typischer Einkäufer, sondern eben, ich brauche diesen technischen Aspekt, und das fehlt mir natürlich, ne, dieses nur zu Hause sitzen. Klar, du führst die gleichen Arbeiten aus, die du vor Ort auch machst, aber es fehlt so ein großer Punkt halt, ne? Ja, klar, das kann ich verstehen. Ja, und Auftragslage ist natürlich schwierig, ne? Werften, das ist gerade ganz schlimm, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern, die großen drei Werften, ja, Genting Group, große Probleme. Papenburg, ja, natürlich, also die Meyer-Werft, die ja hier in Rostock ist, auf der ich zum Beispiel auch tätig bin. Okay. Auftragslagen sind, ja, schwer definierbar, sagen wir es mal so zurzeit. Naja, wir sind uns aber da eigentlich, helfen uns da gut aus und gucken jetzt so in Richtung Landbau, also quasi andere Sachen, die wir halt nebenbei noch machen. Also wir sind dieses Jahr noch mit den Aufträgen gut voll. Das lief eigentlich, war ein super Geschäftsjahr, trotz Corona. Also wirklich, wir haben ein sehr, sehr gutes Geschäftsjahr gehabt. 2021 müssen wir dann schauen, ab Februar, da haben wir hier und da nochmal eine Lücke, aber da sind wir dran. Okay. Ja, das hört sich doch erstmal grundsätzlich alles noch ganz gut an, würde ich sagen, trotz Corona. Ich würde jetzt mal auf deinen Instagram-Account ganz gerne anspielen. Da heißt du ja mit Verstand zum Kapital. Und jetzt haben wir ganz viel von deiner Persönlichkeit natürlich gehört. Was macht dieser Account aus? Was möchtest du damit vermitteln? Und was steht dahinter? Ja, bei mir war das halt auch so. Von 2008 bis, ich sag mal, 2018, mindestens 10 Jahre, habe ich eigentlich im Freundeskreis, aber auch Familienkreis überhaupt nichts davon laut machen lassen, dass ich irgendwo Aktionär bin oder mich da überhaupt groß richtig informiere, ausbreite, dass ich da meine Zeit reinstecke. Das ist eher so im Hinterstübchen passiert, weil man hat eben doch schon gemerkt, dass
dass diese Außenwirkung, Aktionär, also man wird ja immer schief angeguckt und oh, was ist das für ein reicher Sack oder wer hat Aktien oder einfach dieses Verständnis, was halt immer noch aus dieser Telekom-Zeit kommt, ne? Es ist so, die Oma oder die Eltern, die haben bei der Telekom-Aktie Geld verbrannt und Aktien sind schlecht. Das hat Oma gesagt, das hat Mama gesagt, das ist einfach so. Ja. Und das widerfährt einem immer und immer und immer wieder, auch so im Freundeskreis. Naja, und dann habe ich irgendwie 2018 mal so angefangen, darüber zu erzählen und auch mit anderen. Und ich habe einfach gemerkt, dass so diese Akzeptanz, die ist, also die geht halt in Richtung Null, ne? Und das hat mir einfach nicht gepasst. Und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen informiert, habe dann geguckt und habe mir gedacht, Mensch, jetzt startest du einfach mal so einen Blog und fängst mal an, so Beiträge zu machen und verteilst die mal so ein bisschen in den Berufsnetzwerken und hier und da. Und das habe ich dann einfach gemacht. Habe ich mal so ganz klein gestartet mit so einem kleinen Blog. Und das Ziel ist einfach immer gewesen, einfach mal diese Kultur so ein bisschen nach außen zu tragen, zu zeigen, man muss nicht reich sein, um an der Börse zu starten. Man kann das mit wenig Kapital schaffen. Man sollte sowas, die Altersvorsorge einfach in der eigenen Regie versuchen. Selbst, da gibt es heutzutage so viele Tools und Werkzeuge, die ich zum Beispiel mit meinem Account, ja, aber auch ihr macht das ja genauso und viele andere Instagrammer, die diese Werkzeuge halt den Leuten zur Verfügung stellen und sagen, hey, das ist eine Möglichkeit und die Leute müssen das, sollen es ja nicht nachmachen, aber sich wenigstens Gedanken machen und das angucken. Und also einfach das drüber nachdenken, das finde ich, dann hat man schon einen großen Schritt gemacht. Und genau, das ist so dieser Fokus, einfach zu schauen und zu gucken, wie man Menschen dazu bewegen kann, oder was heißt zu bewegen, das war doch das falsche Wort, das Interesse zu erwecken für Aktien, für Altersvorsorge in Eigenregie, nicht irgendwelchen Leuten das Geld anzuvertrauen, die damit Geld verdienen, dass du zu denen kommst, sondern es einfach selbst zu machen. Ja. Ja, ja, eine schöne Sache. Also, wenn ich das jetzt richtig so für mich rausgefiltert habe, hast du wirklich 10 Jahre damit so ein bisschen gekämpft, wie ja Aktionär zu sein, dass dich damit quasi in dem Sinne, sage ich mal, irgendwie dich damit zu outen im Freundes- oder auch Bekanntenkreis. War dir das dann irgendwie unangenehm oder wie war das eher so für dich, dass du dachtest, wenn ich das jetzt sage, dass da eher negatives Feedback kommt? Oder also ich würde das einfach gerne wissen, ist es dir eher unangenehm, selbst zu sagen, oder hast du eher gesagt, ich habe eigentlich die Motivation, ist da, mich darüber zu sprechen? Allerdings habe ich nur keine Lust auf diese komischen Reaktionen oder fragwürdige Reaktionen von dem Gegenüber. Ja, genau, das war, also das Letzte passt da schon eher genau. Das war nicht so, dass ich mich dafür geschämt habe oder so, um Gottes Willen, aber man hat dann doch irgendwie grundsätzlich immer so negative Vibes bekommen von der Gegenseite und immer, ey, was bist du für einer? Und also es ist ja nicht so, dass ich das gar keinem erzählt habe, ne? Man hat ja schon so einen kleinen Kreis gehabt, aber selbst da, die Akzeptanz war irgendwie nicht da. Und dann habe ich einmal gesagt, pass auf, ne, das muss man einfach nicht mehr erzählen, ich mache mein Ding, das mache ich nebenbei, das ist mein Hobby. So wie auch, was ich nicht, jeder Briefmarkensammler das erzählt, dass er Briefmarken sammelt, habe ich eben meine Aktien im stillen Stübchen gesammelt. Ja. Und genau, also es ist jetzt nicht unangenehm gewesen, aber diese Akzeptanz, die war irgendwie nicht da und weiß ich nicht. Aber jetzt heute ist sie da, oder? Sagen wir mal so, sie wird stärker, habe ich das Gefühl. Also gerade junge Leute, ne, die einen halt auch anschreiben und sagen, Mensch, du, ich will starten, kannst du mir mal helfen? Also ich habe auch wirklich viele junge Leute, die ich da schon mit durch den Start so begleitet habe, natürlich nur Tipps gegeben habe und so und gesagt habe, Mensch, ne, erstmal fängt ja schon bei der Brokerwahl an, geht dann weiter, ne? Wie, was ist überhaupt eine Diversifizierung? Schweres Wort, ich hasse das Wort. Ja, ich auch. Und so weiter und so fort. Und das merkt man schon, dass gerade junge Leute, also gerade wenn man bei Instagram auch guckt, kann man ja das so ein bisschen in seinen Analytics sehen, so ein bisschen, wie der Altersdurchschnitt so ist. Und da sieht man schon, dass eben mehr junge Leute jetzt kommen, die eben meinen, ich muss jetzt was tun, weil die schon wissen, hey, von dieser staatlichen Rente, wenn sie kommt, schön und gut, aber wenn nicht,
sorge ich jetzt einfach für mich selber, ne? Ja, das ist auch ein wichtiger Schritt. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens mal mit einem Kumpel ein Telefongespräch gehabt und der konnte sich noch so daran erinnern, ich habe nämlich mit ihm zusammen diese Fortbildung gemacht gehabt zum Industriemeister und da hatte ich mich dann schon mal dazu geäußert gehabt und da war immer noch im Nachgang jetzt, 4 Jahre später, immer noch sehr fasziniert davon, dass ich damit angefangen habe. Aber er sagt einfach von sich aus, er hätte da keine Zeit zu. Also ich meine, wie siehst du das Ganze? Also sich darüber zu informieren, wie man damit startet und so weiter. Wie hast du auch schon irgendwie mal so eine Äußerung aufnehmen können oder müssen? Und wie bist du damit umgegangen? Ja, also grundsätzlich keine Zeit und kein Geld. Das sind, glaube ich, die Ausreden, die man wirklich wirklich ständig kriegt. Deswegen ist ja auch bei uns im Motto, steht ja groß drunter, Schluss mit Ausreden, investiere jetzt in deine Zukunft. Ne? Und ja, dieses ich habe keine Zeit, okay, ja, man muss sich vielleicht mal ein bisschen. Ich hatte auch so einen Kumpel, der hat dann angefangen, meinen Blog zu lesen, hat gesagt, hey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu lesen, mach doch YouTube-Videos, dann habe ich da vielleicht eher Bock drauf. Ja gut, ich meine, wenn man nun mal damit was erreichen möchte und auch für sich sorgen will, dann sollte man sich diese Zeit schon nehmen. Denn wenn ich zu einem Bankberater gehe, dann muss ich mich ja auch eine Stunde bei dem ins Büro setzen und mir von dem alles vorquackeln lassen. Also ja, diese Aussagen kenne ich, aber ich kann das so nicht unterstreichen. Ne? Vor allem die Zeit, wenn man das nachher alles einmal eingerichtet hat, die Sparpläne, das machst du einmal und dann ist Feierabend. Und wenn du dann irgendwann mal mehr verdienst und das erhöhen willst, dann loggst du dich nochmal ein, veränderst das und loggst dich wieder aus. Ne? Ja, das ist, ja, hast du recht. Also ich bin auch eher lieber ein Freund davon, ich nehme lieber mal 1-2 Stunden mehr in der Woche Zeit, dafür verzichte ich halt auf Netflix, aber krieg so ein bisschen die Zukunft, sag ich mal, in die richtigen Bahn geschoben, ne? Ja, du bist daran schuld, dass Netflix so schlechte Zahlen gestern geliefert hat. Ah ja, stimmt, sorry. Ja. Okay, hast du eigentlich eine bestimmte Strategie oder so, die du an der Börse verfolgst? Also keine Ahnung, bist du mehr im Fokus auf Dividenden oder auf Wachstumsaktien oder hast du noch eine ganz andere Strategie, vielleicht ein Portfolio, ein Depot aus nur ETFs? Vielleicht kannst du da einmal so ein bisschen drüber berichten und wie du da halt hingekommen bist zu dieser Strategie. Weil es ist ja immer wichtig, überhaupt eine Strategie erstmal zu haben. Weil es wird das ganze andere ja auch nichts. Ja, also ich bin 2008 völlig ohne Strategie gestartet und natürlich auch, wie es sich denn gehört, total auf die Schnauze gefallen. Ich habe quasi ich habe quasi zu 100% mein Geld sofort investiert. Okay. Natürlich in mehrere Aktien, also in mehrere Unternehmen. Ja. Ich glaube, es hat 4 Stunden gedauert und dann war ich irgendwie über 40% oder noch mehr Buchwert erstmal weg. Und wenn man natürlich, ja, nicht so eine Ahnung hat, es war halt der Mai 2008, ne? Also jeder, der einen Chart lesen kann, der kann ja mal einen Chart aufmachen vom Weltmarkt 2008 im Mai, der sieht, was da passiert ist. Das war ja mitten in der Krise, alle dachten, ja, jetzt könnte hier unten langsam Schluss sein. Nee, war es nicht. Es waren sehr viele schlaflose Nächte, weil ich eben hier völlig ohne Strategie gestartet bin. Ja. Ich habe aber trotzdem nicht verkauft und habe einfach gehalten. Wenn natürlich damals alle einfach bescheuert gehalten haben, dass man eine Amazon kauft zu dem Zeitpunkt oder eine Apple und eine Microsoft. Eine Apple, die schaffen es doch nie, den teuren Scheiß kauft keiner. Von den Leuten habe ich lange nichts gehört. Ja, das glaube ich dir. Und wie teuer war die dann noch, weißt du das? Hast du das so im Kopf? 40, glaube ich. Apple, 40? Ich glaube, die hatten zwischenzeitlich schon mal wieder einen Aktiensplit gehabt. Ne? Also nicht jetzt im Jahr 2020, sondern dazwischen drin auch nochmal Ich habe schon einen mitgemacht. Einen, ne? Oder was ist der zweite? Nee, ist jetzt der dritte? Dann der zweite, glaube ich. Ist auch egal, oder? Ja, jetzt war ja vor kurzem noch einer. Das war, glaube ich, das war der dritte. Aber der erste war, da war vor 2008 war kurz einer. Ich glaube, der war 2007 oder irgendwie so. Da war vorhin. Ich glaube, es war jetzt mein zweiter. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat das 1,5 Jahre gedauert, bis ich dann so wieder an der Depot-Null-Linie war. Naja, und danach ging es natürlich durch die Decke. Ne? Das kann man ja auch sich nach angucken. Und da haben natürlich gerade diese Werte dafür gesorgt, dass ich durch, sagen wir mal, ständige Teilverkäufe
das Depot dann immer wieder breiter aufstellen konnte. Das heißt, ich habe quasi 1,5 Jahre schlecht geschlafen und danach wie ein König. Das glaube ich dir, ja. Ne? Und das war aber immer so mein Ding, Buy and Hold. Ne? Das war so meine Strategie. Aber ich habe dann quasi, als das dann so durchgestanden war, für mich gemerkt, okay, das kannst du jetzt nicht nochmal so machen. Da wirst du ja verrückt bei. Und habe dann quasi angefangen mit so einer Art Tranchen. Das war so die Strategie, die ich für mich entworfen habe, wo ich mir gesagt habe, okay, pass auf, ich möchte jetzt die Aktie kaufen, meinetwegen 6.000 Euro möchte ich da reinstecken, dieses Unternehmen. Bei mir ist immer jedes Unternehmen, was ich kaufe, stark gewichtet berechnet von mir. Also ich weiß immer genau, diese Branche, das Risiko und ich möchte den und den Wert da rein investieren. So, und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich mache diese Aktie, teile ich jetzt in drei Tranchen, a 2.000 Euro. Tranche 1 habe ich mir hier erkundigt, das Unternehmen, da möchte ich rein. Tranche 1 geht rein, ohne Sinn und Verstand. So, und dann habe ich ja zwei Tranchen noch übrig. Fällt die Aktie, dann muss man sich natürlich mal so ein bisschen Gedanken machen. Wann kaufe ich nach? Wie kann ich meinen Kurs jetzt aktiv verändern? Wie kann ich jetzt meinen Kurs überhaupt mitbestimmen? Und zur Not ist ja dann noch die dritte Tranche da. Oder wenn es halt nach dem Kauf der ersten Tranche eben alles steigt, dann habe ich die zweite Tranche noch so ein bisschen nach dem Durchbrechen von Widerstandszonen vielleicht nochmal gekauft und die dritte dann vielleicht sogar komplett weggelassen, weil der Wert schon so erreicht wurde und habe die dann woanders wieder reingesteckt. Und das habe ich quasi immer durch Teilverkäufe gemacht, denn, ne? Wo ich dann andere Werte, natürlich hätte ich Apple niemals teilverkauft, dann bräuchte ich mir heute vielleicht keine Sorgen mehr machen, aber ja, wer hätte das geahnt, ne? Ja, das weiß man immer vorher nie, das stimmt. Und aber dadurch konnte ich das Depot halt immer schön breiter gestalten und einfach für mich sicherer, das war immer wichtig für mich, ich wollte Sicherheiten, umso breiter ich das mache, so Branchen getrennter, genau, und da gab es dann für mich immer so Faustformen, wo ich gesagt habe, ab so und so viel Gewinn fange ich an, wieder runterzukaufen auf meinen Wert, den ich für mich ja festgelegt hatte. Das habe ich dann wieder da reingesteckt oder in Werte, die gefallen waren, die ich ja behalten möchte. Und genau, also das war so meine Strategie. Und grundsätzlich habe ich mich nicht auf Dividenden und Wachstum irgendwie einzeln versteift, sondern einfach einen guten Mix aus beidem genommen immer. Ja, okay. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich eine reine Dividendenstrategie, das ist nichts für mich. Also wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich da so eine Shell im Depot hätte, weiß nicht, würde mir das nicht so gut gehen. Ich kann natürlich nicht so die ganze Zeit auf diese Zahlen so gucken. Nee, bei mir war das immer so ein Mix aus Wachstum und Dividenden. Also jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe dann immer noch, also mit Verstand zum Kapital habe ich ja so ein eigenes Depot, was ich da führe, was ich so auch öffentlich mache. Und das Private habe ich doch nirgendwo gezeigt oder das ist halt nicht der Öffentlichkeit zugänglich, sage ich mal so, auch die Werte nicht, ne? Und ja, okay. Sagen wir mal so, mit Verstand zum Kapitaldepot habe ich dann zum Beispiel immer so zwei Turnaround-Aktien drin, wo ich einfach drauf setze. Das ist halt derzeit GE, die ich da jetzt so drin hatte, die ich bei 5 irgendwas gekauft habe, jetzt auch schon wieder über 6 steht. Privat ist es zum Beispiel eine Home24, die ich halt bei 2,53 Euro und 5,24 Euro oder so gekauft habe. Jetzt steht sie bei 18. Boah, cool. Ne, so, das ist also mehr so Turnaround-Geschichten, wo ich dann aber auch sage, okay, wenn es halt nicht aufgeht, dann ist halt hier der Verlust da. Aber das gewichte ich halt auch im Vergleich zum Rest sehr niedrig. Also der Verlust ist deutlich tragbar für dich. Genau, dann. Der ist quasi tragbar und so bei, wie wär's bei mir bei der Wirecard auch. Ich habe eine Wirecard natürlich auch drin gehabt, aber unter 3% Gewichtung. Von daher, ich bin noch rechtzeitig rausgehüpft. Für mich war es nicht ganz so schlimm wie für andere. Ja, okay. Hast du rechtzeitig einen Abgang bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Hast du denn eine Lieblingsaktie oder einen Lieblings-ETF? Aber Aktien ist es so, ich mag diese Familienunternehmen. Also so eine Bechtle oder so eine Sixt, ne? Das finde ich super, weil ich das Management dahinter auch sehr, sehr geil finde. Auch der alte Sixt, der braucht sich überhaupt keine Sorgen machen. Der Nachwuchs macht das super, auch in der Expansion Richtung USA, was sie da derzeit machen. Das finde ich immer geil, wenn du so ein tolles Management hast, die das da so nach vorne treiben, genau wie Bechtle. Ja, das sind schon so Lieblingsaktien, würde ich behaupten, ja.
Also nicht unbedingt jetzt, die ich früher gekauft habe, die jetzt am meisten Rendite. Nee, das ist nicht so. Ich gucke mir immer auch gerne so das hintenrum an und das finde ich schon cool, wenn ich mir merke, oh, hier, da habe ich ein gutes Gefühl einfach. Ja, also für dich ein Zusammenspiel aus Unternehmensführung in Form von, ja, ist es ein Familienunternehmen oder nicht? Und auch so ein bisschen die Produkte, die das Unternehmen oder die Dienstleistung, die das Unternehmen anbietet. Ja, na klar, ja. Und natürlich noch das Management. Das Management ist, finde ich, ganz, ganz so wichtig. Ja. Wenn ich in so etwas langfristig investiere, dann schaue ich mir das schon gerne ein bisschen genauer an. Bei Six ist es natürlich gerade ein bisschen schwierig. Die habe ich gerade auch bei mir so ein bisschen auf dem Kicker. Ja, muss man mal schauen. Okay, wie informierst du dich denn übers Management? Gehst du da klassisch auf die Investors Relationship Seite oder hast du irgendwie andere Quellen? Nee, also groß andere Quellen habe ich auch nicht. Also ich schreibe die auch schon gern mal an und also die Investor Relationships und versuche da auch mal hier und da mal ein paar Informationen zu kriegen über, was weiß ich, wenn über gewisse News oder auch über Hinterfrage nochmal bestimmte Zahlen. Da kriegt man auch hier und da auch gerne nochmal eine Antwort. Dann schreibst du eine E-Mail hin, oder wie? Ja, interessant. Das kann man ja auch gerne tun. Also das habe ich schon öfter getan. Aber sonst eben auch Investor Relations, einfach viel lesen, Börsen-News lesen. Ja, also ich verwende da schon viel Zeit am Tag für. Ne? Ja, das, ja, also parallel zur Familie, das muss man ja auch nochmal sagen. Und Arbeit. Und Arbeit, genau. Hast du dann irgendwie vielleicht eine Quelle, die man unseren Zuhörern vielleicht mitgeben kann, wo du sagst, okay, da verbringe ich vielleicht, keine Ahnung, 50-60% im Vergleich zu den anderen Quellen, die ich noch nutze, meiner Zeit? Und wenn ja, welche ist das? Ja, also ich finde halt so eine Portale, die vieles widerspiegeln, sehr, sehr geil. Also das ist zum Beispiel, nutze ich gerne Guidance. Das ist so ein Trading-Desk. Da kann man sich wirklich so einen großen Desktop halt erstellen. Da hat man halt so verschiedene Widgets, die man da überall hinpacken kann. Charts und das nutze ich. Ich trade halt auch so ein bisschen. Ja, sorry, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Da hast du, glaube ich, auch bei Instagram letztens in deiner Story gehabt, ja, ne? Ja, genau. Oder? Da hast du, glaube ich, sogar eine Umfrage gemacht, ob man die Plattform kennt und ob wir mehr darüber wissen wollen, ja, ne? Ja, genau. Kannte so gut wie keine Sau. Ah, okay. Ich auch nicht, deswegen. Also Guidance, ist es erstmal... Ja, oder halt TraderFox, ne? Ist vielleicht ein kleines bisschen bekannter, aber ist halt im Endeffekt genauso was Ähnliches. Ja. Finde ich eigentlich beide gleich gut. Aber da hat man halt eben vieles auf einen Blick. Man kann sich da eben seine Watchlisten anlegen, man kann seine News-Sektion machen, wo man dann wirklich die geilen News-Ticker hat, die da durchrattern. Man kann nach den Unternehmen an sich filtern, kann sich die News darüber angucken. Man sieht es ja zum Beispiel, wenn man den TraderFox nimmt, wenn man sich den Goldesel, den Michael halt anguckt, ne? Sieht man das ja öfter in den Stories und genau, das sind so Sachen, da hat man einfach vieles auf einem Punkt. Und wenn ich halt Aktien analysiere, muss ich sagen, ich habe eine Zeit lang alle Aktien mal benutzt, bin aber mittlerweile beim Aktienfinder gelandet und finde den wirklich klasse. Okay, ja. Na ja, cool, danke fürs Teilen deiner Quellennutzung. Wie bist du, es würde mich nochmal interessieren, wenn du hast dich ja immer mehr mit dem Thema Börse beschäftigt gehabt, 2008. Bist du denn auch darüber nachher irgendwie auf Persönlichkeiten gestoßen? Oder hast du ein großes Vorbild dann irgendwie über die Zeit ins Auge genommen? Also ich denke da mal so Richtung, keine Ahnung, Warren Buffett oder die Beate Sander. Und also hast du da ein Vorbild oder? Ja, also da hast du eigentlich Beate schon gerade erwähnt, Gott hab sie selig, ne? Ja, stimmt. Ja, genau, also die war für mich immer eine Inspiration. Ich habe die Bücher, habe ich auch alle verschlungen und ich war auch immer bei ein, zwei Videocalls mit dabei mit ihr. So Meetings und so, wo sie dann zum Beispiel auch mal gesprochen hat. Also die fand ich immer klasse, die Frau. Die hat das immer wirklich so ausgestrahlt und sie hat eigentlich kein anderes Ziel gehabt als ich jetzt mit meinem Account. Sie wollte das publik machen. Sie wollte sagen, guck mal, was ich geschafft habe. Ja, ich glaube mit 30.000 zu 2-3 Millionen, was sie hatte jetzt am Ende, ne? Das wollte sie einfach nur anderen Leuten zeigen, ne? Das hat sie halt mit ihren Büchern getan, mit ihren Kolumnen. Dann hat sie ja in Ulm in der Uni unterrichtet,
auch noch bis ins hohe Alter jetzt zum Schluss. Das fand ich schon sehr stark. Also die Frau hat mich auf jeden Fall inspiriert. Ich muss ehrlich sagen, ja, Warren Buffett, diese Bücher, das habe ich mir auch alles durchgelesen, auch Costellani und wie sie alle heißen. Finde ich auch interessant. Aber ich bin jemand, der, ich weiß nicht, ich finde dann so dieses Handwerkliche, so was die Beate gemacht hat, und hat mich immer mehr inspiriert. Ich fand es schöner, weil es für mich irgendwie publikumsnah war. Ja, also die... Hast du... Ja. Nee, das war es dann, genau. Okay. Du hast ja jetzt gerade viel von ihren Büchern gesprochen. Da würde mir jetzt zum Beispiel mal direkt mal einfallen, hast du denn das Buch, was du empfehlen könntest von ihr? Oh. Wo man sagt, okay, das ist vielleicht richtig gut auch für Einsteiger in die Börsenwelt. Ja, Gott, wie heißt das jetzt, ihre, wo sie diesen Einsteigerkurs, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Ja, das ist gut, okay. Wie heißt das noch? Da beschreibt sie auch verschiedene ETFs da und die ganzen Unternehmen einzeln. Lexikon, glaube ich, oder Aktienlexikon oder irgendwie so heißt das. Börsenlexikon, ne? Genau. Also das Buch finde ich echt gut, ne? Also da kann man sich wirklich mal so einzeln durchlesen, da wird vieles beschrieben, vorgestellt. Mhm. Finde ich total klasse. Also ist vielleicht nicht das erste Buch, was man lesen sollte. Aber wenn man sich dann nachher beschäftigt und hat man sein Depot eröffnet hat, vielleicht seine ein, zwei ETFs da laufen hat, dass man sich dann sowas mal anguckt und guckt, hey, was gibt's überhaupt? Und wie passt das alles zusammen und wie kann ich mein Depot am besten diversifizieren, das ist das Wort. Alles gut. Genau, also das fand ich ganz gut. Gut gemacht. Mhm. Aber ich lese auch gerne so Bücher, gerade zum Beispiel höre ich das von Nike, also ich mache es als Hörbuch, Shoe Dog, total geil, also Wahnsinn. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Total zu empfehlen, also wie der, es ist einfach so krass zu sehen, wie diese Leute das alle geschafft haben. Und die haben ja auch alle mit nichts angefangen. Nike, Tesla ja genauso. Also wirklich spannend. Also das Buch gefällt mir richtig gut. Also es ist mehr Richtung Motivation und Persönlichkeitsentwicklung oder geht es auch schon in Richtung Börse? Nee, oder mehr so Business, genau, wahrscheinlich. Genau, ja, mehr so, ne? Business und Persönlichkeitsentwicklung und auch einfach dieses Bissige, nicht aufgeben. Und ja, also wirklich immer auf die Fresse fallen und trotzdem alles geben, so wie es der Musk ja auch gemacht hat. Der stand ja, weiß ich nicht, ein, zwei Mal mit nix da und ist bei Mutti wieder eingezogen, so ungefähr. Finde ich schon sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und das hilft einem ja auch für Persönlichkeitsentwicklung und für Entscheidungen einfach weiter. Ja, genau. Was hältst du denn von den Büchern von Robert Kiyosaki, so Cashflow Quadrant oder Rich Dad Poor Dad, hast du die auch gelesen? Rich Dad Poor, ja, sind so die Klassiker, ne? Also ja, muss man eigentlich gelesen haben. Rich Dad Poor Dad auf jeden Fall, ist auch sehr, sehr inspirierend, genau. Okay. Was mich nochmal interessieren würde, ist, hast du eigentlich auch, um mal wieder ein bisschen auf das Thema Investieren zurückzukommen, hast du auch noch andere Anlageformen, wo du investiert bist? Also ich gucke da mal so in Richtung P2P oder Crowdfunding. Bist du da auch irgendwie investiert oder hast du da einen Abstand? Nee, also mit Verstand zum Kapital habe ich das jetzt gemacht, dass ich quasi P2P drinne bin. Aber auch klein und vorsichtig gewichtet. Bin aber derzeit eigentlich ganz zufrieden damit noch. Ich bin bei Mintos. Ja. Dann natürlich Bitcoins, also wenn du jetzt so andere Assets ansprichst, habe ich quasi auch im Mitverstand zum Kapital aufgenommen. Im Privaten habe ich das allerdings nicht drin. Beim Privaten hatte ich dann noch das Asset halt eben Gold in physischer Form. Ah, okay. Genau. Und Bitcoin dann, also nur die Bitcoin-Kryptowährung, sage ich mal so, oder auch noch andere? Nee, wirklich nur die klassische Bitcoin-Kryptowährung und also nichts von den anderen. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung drin. Also ich habe einfach mal, als er jetzt bei 7.000 Euro stand, einfach mal ein bisschen was gekauft davon. Ja, vor allem, das habe ich ja auch so ein bisschen gemacht. Ich habe so ein bisschen viel mehr Kontakt mit der Börse Stuttgart auch. Und als sie dann halt diese App rausgebracht haben, Bison, das fand ich ganz cool, dass auch dann da so eine Börse dahinter steht und so ein Unternehmen nochmal dahinter steht. Hat mir ganz gut gefallen. Habe dann quasi, also ich habe die jetzt auch nicht irgendwo auf dem Wallet liegen oder so, sondern einfach, in der App und habe da einfach mal was gekauft. Aber ich habe
eigentlich überhaupt nicht viel Ahnung von Bitcoins. Also rein ein bisschen Richtung eher Spekulation. Genau, einfach mal so ein bisschen gelesen, wo liegen die Analystenwertungen, wo schätzen die den Bitcoin in den Jahren? Und ich habe mir einmal gedacht, der ist gerade, ne, ein bisschen gefallen. Kaufen wir einfach mal rein. Entweder es geht dahin oder nicht. Also auch recht kleingewichtet, ne? Auch irgendwo unter 3% bei mir im Depot. Und ich glaube, jetzt ist er gerade wieder ordentlich gestiegen. Ich glaube, ich bin jetzt schon über 3% wieder. Ja, okay. Das ist doch gut. Okay, und wenn man dich jetzt natürlich auf Instagram so ein bisschen verfolgt, so wie ich es natürlich vorbildlich mache, dann hat man auch schon mitbekommen, dass du ja jetzt noch in dem Hausbau steckst. Ja, ist das richtig? Also, genau. Also ist ja auch irgendwo eine Asset-Klasse, würde ich mal so behaupten. Siehst du das auch so oder was strebt ihr da an als Familie? Also genau, Immobilien sind auch noch in unserem Besitz. Und wir bauen jetzt quasi das Erste, was wir selbst bauen und wo wir dann auch selbst einziehen. Also wir wohnen quasi ganz normal zur Miete, für wenig Geld, in einem Block, ganz, ganz einfach, ganz, ganz schlicht. Und ja, jetzt haben wir uns gesagt, wir möchten jetzt doch mal ein bisschen mehr Platz haben und auch mal so ein bisschen mehr Grünfläche haben. Ja, und haben uns jetzt entschieden, dann zu bauen, auch jetzt in der Corona-Zeit. Finanzierung steht, war ein schwieriger Weg, weil für mich war eigentlich völlig klar, ich mache das mit dem Bauen, aber nur, wenn mir die Bank eine 110% Finanzierung zusichert, weil ich einfach keinen Bock habe, jetzt hier irgendwo Kapital totzulegen, wenn ich da einen Zinssatz von 1 bis 1,3% bei der Bank gerade kriege, war das für mich völlig uninteressant, da jetzt irgendwo 40, 50 oder 60.000 auf den Tisch zu legen. Ja, und das haben wir dann auch durchgekriegt. Mit einem Zinssatz von 1,3% auf 30 Jahre, ganz entspannt, nebenbei laufen lassen, bis zur Rente und ja, das geht jetzt los. Also wir sind jetzt, haben im November Notartermine und dann jetzt die Architektentermine im November. Baubeginn soll dann so im Februar sein und dann Einzug vielleicht im Oktober. Und ja, ich sehe das schon als Asset-Klasse an sich. Aber es gibt ja doch viele und sehr, sehr interessante Berichte im Netz, dass wenn man das jetzt rein mit der Rendite betrachtet und man nimmt es jetzt zum Selbstwohnen, auf die Dauer Miete halt günstiger sein, ich sag mal, könnte. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich so ein Streitthema. Wir haben das jetzt ganz emotional für uns einfach betrachtet und haben uns dazu entschieden. Ja. Ja. Ja, das ist doch schon auf jeden Fall ein cooler Schritt. Ich meine, ich finde, 37 hat man ja schon, hast ja auch schon echt, finde ich persönlich, recht viel erreicht. Wenn ich das mal sagen kann, als 27-Jähriger. Also ich meine, dass du so viele Asset-Klassen schon quasi in so viele Asset-Klassen investierst bist und ja, Hut ab an dieser Stelle, dass du das natürlich dann auch noch dieses Jahr trotz Corona, Familie, dem Instagram-Account, deinem Blog und so weiter dann auch noch parallel hinbekommen hast. Und ja, ich meine, das ist ja schon eine Entscheidung irgendwie fürs Leben. Wie habt ihr die dann, soll ich mal fragen, würde mich interessieren, so getroffen? Ich meine, macht man ja natürlich nicht jetzt auf gleich. Habt ihr da im Vorwege lange drüber gesprochen, über diesen Schritt, oder war das für euch von vornherein klar, so als Familie? Das war eher ein schleichender Prozess. Also eigentlich war ich nachher der Initiator, weil ich die Schnauze voll hatte, kann ich gerne kurz erklären. Ich meine, wir wollten eigentlich schon länger hier raus aus der Wohnung, haben aber was Neues gesucht und hin und her. Meine Frau, wir sind jetzt 5 Jahre zusammen, seit letztes Jahr im April verheiratet. Und haben dann halt, sie hat dann immer geguckt und gesucht. Und dann hatten wir halt auch etwas, das war zur Miete, ein Reihenhäuschen, Reihenendhäuschen. Und das war, also wenn wir uns das angeguckt haben, auch vom Geld her, irgendwie 750 Euro kalt, warm, dann knapp ein Tausende. Also da habe ich sofort gesagt, bitte geben Sie uns das. Sie können versichert sein, Sie müssen uns hier irgendwann wieder, oder Ihre Kinder müssen uns hier raustragen. Weil für das Geld, dann hätte ich nie gebaut. Ne? So, ganz klar. Und dann waren wir auch wirklich so, da waren natürlich viele Interessenten, ganz klar, also irre. Ne? Also wie man sich da prostituieren muss, also das war schon heftig. Ne? Naja, wir waren dann wirklich unter den letzten 3, dann sogar unter den letzten 2. Ja, aber der andere waren Beamte. Naja, ne, und dann war es vorbei. Und das muss ich sagen, dass dieser Moment, der hat mich so getroffen, also
Ich war da schon so, wir hatten das, wir haben auch den Fehler gemacht, wir haben uns quasi die Pläne schon geben lassen, haben das quasi im Gedanken schon eingerichtet, ne? Also eigentlich war es dumm, dass wir da, wir waren da schon so emotional drin. Und das hat mich dann einfach so getroffen, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich die Schnauze voll. Dann habe ich am gleichen Tag oder einen Tag später die ersten Kreditvermittler angeschrieben, habe gesagt, ich will jetzt hier gucken, wir müssen mal die Finanzen durchgehen, wir wollen jetzt bauen, wir wollen 110% fertig. Da habe ich meiner Frau am Anfang noch gar nichts von gesagt, wollte erst mal gucken, was geht. Und ja, und dann habe ich das quasi mit richtigem Hochdruck vorangetrieben. Und dann hat es aber auch eine Zeit lang gedauert, bis wir quasi endlich mal ein passendes Objekt gefunden hatten. Beziehungsweise wir wollten anfangs eigentlich fertig kaufen und dann einziehen und ändern lassen auf uns. Und jetzt ist es am Ende dann doch der Eigenbau geworden. Ja, das war ja steiniger Weg dahin, ne? Aber jetzt würde mich zum Beispiel interessieren, wie du dich oder wie ihr euch halt ständig motiviert, weil es ist ja gerade vielleicht so eine gute Situation oder ein gutes Beispiel, was du ja gerade gebracht hast, dass ihr ja macht, was man, wozu man eigentlich vielleicht eher nicht so Bock hat. Kriegst du da irgendwie einen Tipp oder so? Ja, da kann ich ein Buch empfehlen, das nennt sich Eat That Frog. Sehr, sehr geiles Buch. Da geht es halt darum, isst den Frosch, ne? Also mach einfach die Sachen, die du vielleicht nicht so magst, mach die einfach gleich und schieb sie nicht auf, ne? Und ja, wir machen das öfter, dass wir uns dann über alles so unterhalten. Und natürlich läuft das jetzt auch gerade in dieser Zeit ein bisschen schwierig. Aber ja, wir gehen da quasi gemeinsam durch. Wir haben quasi mehr oder weniger die Zukunft immer im Blick. Wir leben nicht so im Hier und Jetzt, sondern mehr im, ja, wo wollen wir hin? Ne? Da gibt es, ich bin so jemand, der sehr strukturiert ist und eigentlich klare Ziele hat. Und diese auch mit verschiedenen Meilensteinen versehen habe und an den gewissen Meilensteinen dann noch immer prüfe, bin ich noch auf dem richtigen Kurs, um das mal als Norddeutscher zu sagen. Oder muss ich die Segel anders setzen? Ne? Und ja, das machen wir eigentlich ständig und dann sehen wir, ist alles gut und uns motiviert halt dann einfach, dass eben dieser Kurs halt stimmt. Wir führen natürlich auch große Excel-Listen mit unserem Kapital, wissen, wo wir hinwollen und was halt möglich ist. Genau, und da ist man eigentlich dann ständig motiviert, irgendwie was zu tun und irgendwie, ja, vielleicht nochmal eine kleine Schippe immer nochmal wieder draufzulegen, ne? Ja, okay. Vielen Dank, Martin, dass du da so offen und ausführlich auch über dich und euer Leben, sag ich mal, als Familie berichtet hast. Ich würde jetzt natürlich erst nochmal interessieren, ich habe jetzt nochmal zum Ende quasi drei Fragen mitgebracht. Also was findest du besser? McDonald's oder Burger King? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich war heute, ohne Witz, ich war heute bei McDonald's, weil ich so ein scheiß Glas haben wollte. Seitdem wir die Gläser haben, habe ich von jeder Serie immer eins. Beim Burger King schmecken die Pommes besser. Allgemein bin ich nicht so ein großer Fastfood-Fan. Ich finde das zerstopft zu sehr. Aber ich würde jetzt sagen Burger King. Da mache ich die Pommes lieber und ich mag den schicken Nuggets. Das ist doch ein Argument. Dann habe ich noch die zweite Frage. PepsiCo oder Coca-Cola? Das ist eine fiese Frage, ganz fies. Also es ist wirklich so, dass ich bin Cola-Junkie, also richtiger Junkie. Es ist auch wenig anderes. Und ich trinke eigentlich am liebsten Coca-Cola. Habe mich deswegen, weil ich nicht so emotional sein wollte, aber eigentlich auch wegen der breiteren Aufstellung als Investor entschieden, in PepsiCo zu investieren. Bin ich auch seit vielen Jahren. Und bin jetzt aber, weil ich mag einfach lieber Glasflaschen. Und jeder weiß, Coca-Cola, Glasflaschen, die sind jetzt auch nicht so günstig. Und gerade jetzt auch diese neuen, die sie rausgebracht haben, diese 1-Liter-Flaschen, fand ich total geil. Aber man schleppt sich ja tot. Also bin ich in Richtung Soda-Stream gewechselt, als ich gehört habe, dass Pepsi den gekauft hat und jetzt ihre Sirups damit vertreibt. Und seitdem, das ist jetzt ungefähr 2 Monate, bin ich jetzt auf Pepsi umgestiegen. Und bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also würde ich sagen, mittlerweile, da ich Pepsi investiert bin und jetzt auch Pepsi trinke, also Pepsi. Dann meine letzte Frage, Aktien oder ETFs? Ha, also ich habe ETFs ehrlich gesagt erst sehr, sehr spät angefangen. Ich bin nicht gar nicht so klassisch, wie ich das natürlich jetzt predige.
als Anfänger sollte man definitiv erstmal so ein ETF mit reinnehmen, um einfach mal zu gucken, wie geht das mit dem Kaufen. Also vielleicht mit so einem MSCI World und Emerging Markets, ne? Ob nun 70-30% oder 60-40 gewichtet, da streiten sich die Gemüter. Ich mag 60-40, andere sagen 70-30. Also würde ich jedem Anfänger empfehlen, erstmal mit einem ETF zu starten. Ich selbst mag aber die Einzelunternehmen lieber, weil ich mich einfach sehr, sehr gerne damit beschäftige. Mir, wie gesagt, ja auch selber trade und dann hier und da die Charts, die Zahlen, das mache ich lieber. Also ich glaube, wenn man halt passiv investieren möchte, klar ETFs, ganz stark. Weil wenn man ein bisschen aktiv ein bisschen mehr machen will und so, dann finde ich die Einzelaktien also für mich persönlich besser. Ja, du hast ja jetzt schon so einen Tipp nochmal gegeben für die Neulinge oder ich sag mal so vorsichtig Anfänger. Lieber erstmal mit ETFs zu starten, anstatt in Einzelunternehmen. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp, auch meiner Meinung nach. Hast du denn jetzt noch einen letzten Tipp, dem du dem Zuhörer und vielleicht auch sogar noch mir auf den Weg geben kannst, in Form von Motivation, sich mit dem Geld und der Börse vielleicht mal ein bisschen mehr oder ein bisschen eher zu beschäftigen? Ja, wichtig ist, glaube ich, die Angst, ne? Bei vielen Leuten ist es, glaube ich, einfach die Angst und die muss einfach weg. Man muss sich das einfach mal trauen. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja quasi alternativlos. Welche Möglichkeit gibt es denn noch, vernünftig für die Altersvorsorge vorzubeugen? Wenn man sich mal diese ganzen Versicherungsverträge anguckt, also ich habe meinen vor 10 Jahren gekündigt, weil, naja, und wenn man das dann gekündigt hat und sieht, was dann da rumkommt, und dann sieht man die ganzen Fonds, die Versicherer für sie eininvestieren, also einfach diese Angst muss weg, es einfach mal zu machen. Ich kann jedem ans Herz legen, wenn man das denn endlich getan hat, die erste Aktie gekauft hat, in sein Depot guckt und dann vielleicht irgendwann sogar mal die erste Dividende kommt, auch wenn es nur 3 Cent sind, man ist stolz wie Lumpi und freut sich. Und gerade wenn man das vielleicht am Anfang mit ETFs macht und dann nur 1, 2 kleine Unternehmen mit reinholt, gerade mit Brokern wie Trade Republic und Co., ist es ja heutzutage auch möglich, mittlerweile auch kleinere schon 10 Euro, ne? zu handeln. Also das, bei Sparplänen, genau. Bei Sparplänen, genau, ja. Ja, es ist deswegen, also da ist einfach schon so viel möglich. Das gab es ja zu meiner Zeit damals eben nicht. Da musste man ja, gab es ein paar andere Handelsgebühren. Und deswegen, man muss es einfach versuchen, was hat man zu verlieren? Ne? Also man muss ja nicht gleich mit x Tausende von Euro starten. Ne? Wenn man sich sagt, oh, ich mache jetzt mal monatlich, 40 Euro, hol mir 3 Unternehmen, die Quartalszahler sind. Da habe ich zum Beispiel immer diese Beiträge, diese 1.000-Euro-Beiträge. Holt man sich 3 Unternehmen, die Quartalszahler sind, alle in anderen Quartalen, sodass, und dann nochmal den MSCI World dazu, dann hat man schon mal nach einer gewissen Zeit eine monatliche Dividende, dann hat man noch den MSCI World dazu laufen, dann macht man da jeden Monat 10 Euro in jedes der 4 Sparpläne rein und dann lässt man das laufen, dann guckt man, wie es einem gefällt und dann kann man immer noch die Werte erhöhen, wenn man merkt, okay, das ist cool, das mache ich weiter, das gefällt mir. Also, ich glaube, diesen ersten Schritt einfach zu machen, ne? Es ist halt nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist. Ich glaube, dann lernt man auch am besten einfach auf dem Weg dorthin, zu seinem Ziel, was man natürlich dann irgendwie auch anstreben muss, ne? Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp, danke. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Martin, frag dich nochmal, wo findet man dich überall? Also auf Instagram wissen wir ja jetzt. Da hast du noch erzählt, ein Blog betreibst du ja auch noch. Ist wahrscheinlich mit Verstand zum kapital.de. Ist das richtig? Ja, mit Bindestrichen dazwischen, ne? www.mit-verstand-kapital.de, genau. Oder halt einfach auf Instagram und dann über den Link, der im Profil ist. Hast du auch noch darüber. YouTube auch oder auf. Twitter oder Facebook? Ja, Facebook habe ich auch. Da poste ich quasi dasselbe, was ich bei Instagram poste, ne? Das läuft quasi parallel. Instagram ist aber hier schon der Fokus und YouTube habe ich, aber fokussiere ich halt noch gar nicht. Da ist noch nichts hochgeladen, weil da fehlt mir dann doch leider die Zeit am Ende. Okay. Dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns auch demnächst mal irgendwie persönlich treffen können, wenn das mit Corona endlich mal wieder vielleicht ein bisschen in die andere Richtung geht. Also, dass die Neuinfektionen mal wieder ein bisschen zurückgehen. Dass wir uns da vielleicht auch nochmal auf ein Treffen irgendwie einigen können oder so. Ich habe da schon mal Lust zu, weil wir haben uns ja auch noch nicht
live getroffen. Von daher wäre, glaube ich, auch mal dann so ein Treffen mal angebracht demnächst, würde ich sagen. Was hältst du davon? Ja, nee, ist auch, würde ich mich auch freuen, genau, wenn wir das mal hinkriegen und sich dann mal so ein bisschen austauschen, ne, mit Gleichgesinnten. Das macht ja immer doch Spaß und vielleicht, man lernt ja immer irgendwie gegenseitig genau. Doch was oder man entwickelt vielleicht ja, eine so Geschäftsidee auch. Oder wie auch immer. Ja, okay, super. Dann vielen Dank nochmal und bleib gesund und deine Familie natürlich auch. Ciao. Ciao. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Anhören von diesem Interview und konntest einen großen Mehrwert für dich selbst mitnehmen, lieber Zuhörer. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen, dass es sich hier um keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung handelt. Jeder sollte natürlich sich nochmal eigene Gedanken machen, in was er investiert. Außerdem möchte ich nochmal den Hinweis geben, in den letzten 5 bis 10 Minuten dieses Interviews anscheinend zu Störungen in der Internetverbindung gegeben hat. Und dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass sich bei der Verabschiedung die Stimmen ein bisschen überlagert haben. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.